Wo wir gerade über dieses kleine Detail mit den vergilbten Fingern sprechen, Rauchen. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie als Rechtsmediziner nicht sehen können, wenn Sie einen Körper öffnen, ob der Mensch Raucher war oder nicht. Also sowas wie diese schwarz gefärbte Raucherlunge gibt es nicht? Nein, also das, was man in der Ausstellung Körperwelten sieht oder auch sonst von der AOK dargestellt wird, diese schwarzen Lungen, die sind tatsächlich schwarz angemalt. Natürlich gibt es Raucherpigment, es gibt eine Anthrakose, aber ob jemand sein Leben lang an der Autobahn gelebt hat oder zwei Schachteln Zigaretten geraucht hat am Tag, das können wir an der Lunge nicht absehen. Das sind einfach, einfach Rauchgase, die einwirken, aber ob die nun durch Rauchen auf die Lunge gekommen sind, das können wir nicht sagen. Aber das ist interessant. Also da werden offensichtlich dann häufig Lungen eingefärbt, um uns allen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und es ist auch deutlich gesünder, nicht zu rauchen. Wobei man natürlich sagen muss, natürlich kann Rauchen Lungenkrebs verursachen und ist gesundheitsschädlich. Das muss man natürlich einschränkend sagen. Aber diese Schocklungen, die immer gezeigt werden oder auch auf Zigarettenpacken abgebildet werden, das gibt es so nicht mehr. Also ganz interessante Geschichte.